Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bibi Vlogsberg. Und hier sind neue Leute dabei, weil es sind ja alle Rollen doppelt besetzt, ne? Zwei Schauspieler. Also ja, quasi, also neue, alte, also die spielen das auch schon länger, aber für die Bibi Vlogsberg Zuschauer sind die quasi neu hier. Aber ist ja auch egal, dafür haben wir ja unser Intro. Bibi Vlogsberg auf Tour und nicht auf Kur. Bibi Vlogsberg auf Tour, seht, was ein tolles Team auf Tour so alles macht. Sonnenschein! Wir spielen wieder das Musical Bibi Blocksberg Hexenhexen überall von Kokomiko auf nach Hückelhofen! Yeah. Angekommen! Ist euch kalt? Ja! Yeah. Nein, gar nicht! Ich will ja gar nicht! Also ich gehe zum Catering. Ich auch! Boah, Verena gleich die Erste. Und Fantasie, na klar! Guck mal, was wir hier haben. Oh, oh, lecker, lecker! Diesmal muss ich vorm Schminken unbedingt dran denken, den Bart abzurasieren. So, das ist unsere Bühne heute und das ist unser Publikumssaal heute. Und es gibt neue Karten. Schubi Avanza, du bist auch ganz schön grün hinter den Ohren. Und die Bibi ist auch wieder hier. So, ihr Hexen, seid ihr bereit für die Aufführung? Ja! Ja. Bibi, es geht gleich los, deine Show. Ja! Wie du hackst, wie du lachst, wie du tanzt. Oh Gott, im Hintergrund plötzlich so eine Mania. Es geht los! So, Bibi Blocksbergi, das war wieder eine gute Aufführung. Ja, aber sowas von. Perfekte Party! Und draußen, guck mal, wer hier ist, wer war heute zuschauen? Hallo! Die Julia Zündorf. Er war großartig. Oh, sie ist auch großartig. Sie ist auch eine tolle Musical-Darstellerin. Müsst ihr mal auf ihren Kanal gehen. Sie ist mal so, wenn ihr selber Musicals oder so singen wollt, sie erklärt ganz tolle Stimmen zu einzelnen Musical-Songs. Guck mal. Müsst ihr hier oben hinklicken, dann kommt ihr auf ihren Kanal. Wir fahren jetzt nach Wuppertal weiter. Wuppertal! Heute sind wir in der Stadthalle in Wuppertal. Guck mal, wie schön die Stadthalle ist. Da sind wir. Boah, erst von innen. Boah. Ja, Bombe. Wahnsinn. Voll das geile Haus. Boah. Ey, das kommt ja auf Video gar nicht so riesig rüber, wie es ist. Und Leute, wie macht der Männerchor? Voll riesigen Fahrstuhl. Guck mal, hier kann man sogar, ob wir zu den Solisten fahren wollen. Also wir fahren jetzt zur Chorgarderobe. Zum Männerchorgarderobe. Wir sind in unserer Garderobe angekommen. Vielen Dank nochmal an die Mitbewohner von Valeries Schwester. Das ist ziemlich geil. Das hier ist mit der hier kann Chor sitzen, glaube ich. Wie geil dieser Saal ist. Sind hier die Mainzelmännchen? Ihr habt alle so Mützen auf. Das ist die Synchronschwimmgruppe von Wuppertal. Ah, die Synchronschwimmgruppe von Wuppertal. Genau, die Synchronschwimmgruppe. Alles klar. Wir können gleich eine Choreo machen. Stimmt, die Synchronschwimmgruppe. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Richtig. Ganz schön nice hier. Nice. Digitale Sitzplatz. Achso, hier oben sogar. Ach so. Oh, krass. So eine Dalek-Armee. Eliminieren. Boah, ist hier eine Akustik. Aber es war nicht die lauteste Stelle. Dann mach mal bitte was Lautes. Oh, guck mal, wer heute hier ist. Unsere Choreografin ist heute hier. Die Cassia. Und passt auf, ob der Knieche die Füße richtig setzt. Ja. Genau. Schön, dass du da bist. Das ist gerade so richtig schön beleuchtet. Oh, guck mal, wie lieb Cassia ist. Sie hat uns extra ein Kuchen gemacht. Und es geht wieder los. Aufführung! Das Wetter ist schön. Die Aufführung war schön. Und guck mal, wer hier war. Die Zuschauer sind extra gekommen zum Stück. Dankeschön. Hat es euch gefallen? Ja, sehr. Ja? Das freut mich. Okay, es ist was sehr Witziges passiert. Die beiden stehen da, wir kommen nicht rein. Ich komme hier so durch und da sehe ich sie an der Scheibe stehen. Hallo. Und ich so, ah, ich komme zu euch. Und beide so, nein, nein, die Tür, lass die Tür nicht zufallen. Jetzt ist sie zugefallen, ja. Und jetzt sind wir immerhin im Volk. Jetzt bin ich auch gefangen. Valerie hat das gut. Ach, das ist ja witzig. Alicia und Eva sind hier vorhin schon mal gewesen und haben sich dann da ausgesperrt, als ich sie gefunden habe. Alle Türen genauso wie bei und unser Rennen läuft dann. Ja, die Helden.
Regeln hier. Danke, Valerie. Kein Problem. Ja, das war der Vlog für diesmal. Nächstes Mal geht's für mich nach Öhringen. Und das könnt ihr dann im nächsten Vlog sehen. Ich möchte mich an dieser Stelle auf jeden Fall bei allen bedanken. An dieses tolle Team, an Cassia für den Kuchen vor allem. Und die tollen Choreografien natürlich auch. Und natürlich auch vielen Dank ans Kokomiko Theater. Danke. Bis dann, ne? Tschüss. Hier könnt ihr noch meinen Kanal, den vom Kokomiko Theater und den offiziellen Bibi Blocksberg Kanal abonnieren. Meine weiteren Spieltermine findet ihr unten in der Videobeschreibung. Bis bald, euer Knichel.